Medjugorje in Bosnien-Herzegowina. Hier hat sich im Sommer 1981 ein Marienwunder zugetragen, bei dem einheimische Jugendliche eine ebenso außergewöhnliche wie unerklärliche Begegnung hatten. Dieses Ereignis hat dazu geführt, dass der kleine Ort im steinigen Karstgebiet des ehemaligen Jugoslawien rasch zu einer religiösen Begegnungsstätte wurde. Über 50 Millionen Pilger waren inzwischen hier und haben dazu beigetragen, dass sich das Dorf mit einst 700 Einwohnern zu einem internationalen Wallfahrtsort entwickeln konnte. Begonnen hat alles am 24. Juni 1981. Sechs Jugendliche waren die Hauptzeugen dieses Ereignisses, das die ganze damalige Republik in Aufregung versetzte. Die 16-jährige Maria Pavlovic, Jakov Jolo mit 10 Jahren der Jüngste in der Gruppe, die 17-jährige Vitska Ivankovic, Mirjana Dragicevic, die als einzige nicht aus Medjugorje stammt, der 16-jährige Ivan Dragicevic und Ivanka Ivankovic, die damals 15 Jahre alt war. Am 24. Juni 1981 trafen sich die Jugendlichen am Fuße des Berges Podbrodo, der später den Namen Erscheinungsberg erhalten sollte. Ivan kam vom Fußball und schloss sich der Gruppe an. Nachbarskind Vitska gesellte sich etwas später hinzu. Als Ivanka den Blick zufällig in Richtung des Berges wandte, sah sie plötzlich eine leuchtende Gestalt über den Büschen schweben und rief den anderen zu: »Schaut, da ist die Gospa!« So wird die heilige Jungfrau in der Landessprache genannt. Am nächsten Tag trafen sich die Kinder am selben Ort. Sie fühlten sich von einer seltsamen Kraft angezogen und hofften, die Mutter Gottes noch einmal zu sehen. Ungefähr 150 Anrainer waren mitgekommen. Plötzlich leuchtete ein Licht auf und die Kinder erblickten die Gestalt erneut. Heute waren sie mutig genug, näher zu kommen. Augenzeugen beschrieben, dass die Kinder regelrecht über das dichte Dornengestrüpp geflogen sind, ohne einen Kratzer abzubekommen, und sie ihnen nicht folgen konnten. Oben angekommen, fielen die Kinder sofort auf die Knie und begannen zu beten. Die Mutter Gottes betete mit ihnen. Auf die Frage der Kinder, ob sie auch morgen wiederkommen würde, nickte sie. Die Konstellation der Gruppe sollte sich von diesem Tag an nicht mehr ändern. Am nächsten Tag nahm Vitska Weihwasser mit, besprengte die Gestalt damit und sprach zu ihr: »Wenn du die Gospa bist, dann bleibe bei uns. Wenn aber nicht, dann weiche von uns.« Die Erscheinung lächelte und blieb. Beim Heruntergehen erschien die Gospa ein zweites Mal, diesmal aber nur Maria. Unter Tränen bat sie wiederholt um Frieden und sprach: »Friede, Friede und nur Friede soll herrschen zwischen Gott und den Menschen und unter den Menschen.« Dann wurden die Kinder von der Polizei abgeholt und in der Kreisstadt Čitluk einzeln verhört. Ortspfarrer Pater Juzo Sovko war die letzten Tage in Zagreb gewesen. Er bestellte die Kinder ein und versuchte, sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Dann brachte man die Kinder in die Psychiatrie von Mostar. Doch es gelang dort nicht, ihre Machenschaften zu entlarven. Die Ärzte konnten weder Drogenkonsum noch psychische Deformationen feststellen. Als sie nach einem sogenannten Ausflug im Wagen des Geheimdienstes nach Medjugorje zurückgebracht wurden, baten die Kinder um 18.40 Uhr um eine Rastpause, bei der sie dann prompt ihre Erscheinung am Straßenrand erlebten. Bischof Zanic aus Mostar zitierte den Pfarrer Juzo Sovko zu sich. Dieser stand den Ereignissen zunächst skeptisch gegenüber, doch schnell glaubte er den Kindern und versteckte sie vor der Polizei.
Schließlich wurde er selbst verhaftet und wegen staatszersetzender Tendenzen zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er die Hälfte absitzen musste. Danach durfte er nicht mehr nach Medjugorje zurückkehren. Noch heute präsentiert er den Rosenkranz, der ihm geholfen hat, den Gefängnisaufenthalt zu überstehen. Das Jahr 1981 ist ihm nach wie vor in deutlicher Erinnerung, Unterdrückung und Polizeikontrollen. Ein Jahr nach Titos Tod vermutete das angeschlagene System überall konterrevolutionäre Aktionen. Da die Kinder unbeirrbar bei ihrer Darstellung der Ereignisse blieben, waren sie in Gefahr und brauchten Schutz. Jednostavno su se masse slijevale u crkvu, molili smo. Ali kad je došlo vrijeme ukazanja, svi su se povukli. Die Menschen sind damals in Massen gekommen. Pfarrhof und Kirche waren völlig überfüllt. Als der Zeitpunkt kam, zu dem die Erscheinungen normalerweise stattfanden, verließen sie die Kirche in Richtung Erscheinungsberg. Ich blieb allein in der Kirche zurück und fragte mich, warum haben sie nicht auf mich gehört und sind nach Hause gegangen? Jetzt sind sie alle auf dem Weg zum Erscheinungsberg. Ich öffnete die Bibel und dachte an Moses, den großen Propheten. Plötzlich hörte ich eine Stimme sagen, geh hinaus und beschütze die Kinder. Ohne Angst öffnete ich die Tür und ging hinaus. Die Kinder liefen auf mich zu und riefen, hilf uns, die Polizei ist hinter uns her. Innerhalb weniger Tage waren 20.000 Gläubige aus der ganzen kommunistischen und damit traditionell atheistischen Republik hergekommen. Schnelle Mundpropaganda, aber auch die staatliche Presse hatten dazu geführt, obwohl die Machthaber genau das verhindern wollten. Die Kinder konnten während ihrer Erscheinung die Frau nicht nur dreidimensional sehen, sie konnten auch mit ihr sprechen und vor allem empfingen sie regelmäßig Botschaften von ihr. Ein Vorgang, der sich von nun an täglich wiederholen sollte. Ohne Angst und Zweifel nahmen sie die staatlichen Repressalien auf sich. Die Öffentlichkeit reagierte prompt. Plötzlich war auch von Krankenheilungen und von anderen wunderbaren Begebenheiten die Rede. Der Ansturm der Gläubigen und Heilsuchenden nahm derart zu, dass die wenigen Priester von Medjugorje dem kaum noch gewachsen waren. Es kam zu unerklärlichen Begebenheiten. Immer wieder mussten die Seher der staunenden und neugierigen Öffentlichkeit von ihren Begegnungen mit der Gottesmutter berichten und den Gläubigen ihre Botschaften übermitteln. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Das muss man einfach selbst erleben. Wenn ich eine Erscheinung habe, bin ich von Freude erfüllt, die tiefer ist, als Worte es ausdrücken können. Die Kinder konnten während ihrer Erscheinung die Gospa nicht nur dreidimensional sehen, sie konnten auch mit ihr reden. Und vor allem, sie empfingen regelmäßig Botschaften von ihr. Die Seherkinder, wie sie plötzlich jeder nannte, waren ganz normale Bauernkinder im Teenageralter. Warum ausgerechnet sie auserwählt worden sind, weiß bis heute niemand. Immer wieder mussten die Seher der staunenden und neugierigen Öffentlichkeit von ihren Begegnungen mit der Gospa berichten und den Gläubigen ihre Botschaften übermitteln. Im Wesentlichen fordert sie darin die Hinwendung zu Glaube, Gebet und Umkehr. Außerdem empfiehlt sie Buße und regelmäßiges Fasten. Nur so, sagt sie, könnten die Menschen endlich zum Frieden zurückfinden. Schnell fand der frisch promovierte Psychologe Dr. Slavko Barbaric hier die Aufgabe, die ihn ein Leben lang herausfordern sollte. Die Einführung des Jugendfestivals ging auf eine Initiative von Pater Slavko aus dem Jahre 1989 zurück.
Bescheiden und klein nahm es sich, verglichen mit heutigen Dimensionen damals noch aus. Längst war das internationale Interesse an dem, was hier geschah, geweckt. Und Pater Slavko setzte alles daran, den besonderen Umständen gerecht zu werden. Unermüdlich stand er der internationalen Presse zur Verfügung und arbeitete an verschiedenen wissenschaftlichen Projekten mit, bei denen das Phänomen untersucht wurde. Ernsthaft und bescheiden beantwortet die Seherin Maria Pavlovic neugierige Fragen der Pilger. Pater Slavko versucht, so oft es geht, an der Seite der Seher zu sein, um ihre Aussagen nach Bedarf in die 8 Sprachen zu übersetzen, die er fließend sprach. Er war inzwischen in Sachen Erscheinungen viel gereist und hat hunderte von Presseinterviews gegeben. Hier ist etwas geschehen, was eigentlich hundertprozentig soziologisch sagt, die Gruppe kann nicht mehr bestehen. Nämlich, die möglichen Interessen haben sich gegen diese Gruppe gewendet. Der mögliche Organisator, Pfarrer Joso, wurde ins Gefängnis genommen. Und wir wurden beschuldigt, dass wir manipulieren. Und die Gruppe selbst wurde unter großen Druck gesetzt. Nicht nur die Gruppe selbst, sondern ihre Familien und die ganze Pfarrei. Also das war eine klassische Situation, in der eine Jugendgruppe zerfällt. Und die waren eigentlich die Einzigen, die den Frieden sozusagen bewahrt haben und haben immer gesagt, langsam, es wird alles in Ordnung sein. Neben den Erscheinungen, die nur von den Sehern selbst wahrgenommen werden können, gab es in Medjugorje auch diverse Lichtphänomene, die bei der Entwicklung des Wallfahrtsortes durchaus eine Rolle gespielt haben dürften. Sonnenphänomene, die an jene in Fatima erinnern und zum Teil sogar gefilmt und fotografiert wurden. Für diese Ereignisse, die sich hauptsächlich in den ersten Tagen der Erscheinungen abspielten, gibt es zum Teil reichlich Zeugen, aber keine wissenschaftlich relevante Auswertung. Auch die Erscheinungen selbst waren zu diesem Zeitpunkt lediglich von offizieller Seite recht voreingenommen geprüft und beurteilt worden. Ein ernstzunehmender wissenschaftlicher Ansatz fehlte. Inzwischen hatte man auch in wissenschaftlichen Kreisen begonnen, sich für das Phänomen zu interessieren. So unterzog 1984 ein französisches Team unter Leitung von Professor Henri Joyer 5 Seher erstmals eingehenden psychophysiologischen Tests. Untersucht wurde vor allem der Zustand der Seher in der Ekstase und während der Erscheinung, wo jede Kommunikation mit der Außenwelt unterbrochen ist. Anhand einer Vielzahl medizinischer Verfahren sollte geprüft werden, ob dieser Zustand vorgetäuscht, auf krankheitsbedingte Faktoren zurückzuführen oder echt war. Die Manschette an Ivans Arm misst den Herzrhythmus vor, während und nach der Erscheinung. Beim Eintritt in die Ekstase erhöhte sich sein Puls um 30%. Mittels Kopfhörer wird festgestellt, ob die Geräuschempfindlichkeit während der Ekstase aussetzt. Auch die Messung der Hautelektrizität zeigte während der Ekstase deutliche Veränderungen, was insgesamt den Schluss zuließ, dass die Seher keineswegs aus eigener Kraft in diesen Zustand gelangen können. Andernfalls wären die Werte vor, während und nach der Erscheinung nicht so unterschiedlich. Jetzt haben wir auch die medizinischen Bestätigungen, in dem Sinne, dass man das nicht erklären kann. Dann ist diese Ekstase, dieses Phänomen in sich, ja, als etwas Paranormales geblieben. Also es ist nichts Krankhaftes, es ist nichts von außen, zum Beispiel, wir haben viele Hypothesen, genau wie Hypnose zum Beispiel, oder auch Telehypnose und viele andere Sachen. Aber das trägt nicht, diese Hypothesen tragen nicht. Für einen Moment, ja. Und Medizin hat es auch dann, hat ihre Grenzen erkannt und anerkannt auch. Und durch nichts kann man das erklären.